Entschuldigung. Wann waren denn Sie heute am Berg oben? Servus. Oh, das ist, ich war heute früh oben. Du musst immer hurchen, was der Berg, wann der Berg ruft. Und mir hat der Berg heute um 6:30 gerufen. Und da bin ich aufgestanden, boah, schau dir das Wetter an, das Panorama, bärig. Und da bin ich gleich auf, ich hab so einen Bergbauern, der bringt mich immer auf, ne, vor die ganzen Leute noch. Und das war ein Panorama. Wirklich, herrlich war das, herrlich. Servus. Wann bist du heute am Berg raufgekommen? Ich bin ganz ehrlich ein bisschen spät. Warum? Ich habe gestern nicht freiwillig, hat mich das Suff-Taxi nach Hause gebracht. Was ist das Suff-Taxi? Die Rettung hat mich nach Hause gebracht. Und deswegen mit dem Reparaturseil und um 12 Uhr oder so. Mhm. Sind wir rauf. Hallo. Hallo. Wann waren Sie heute am Berg oben? Boah, voll früh. Also ich war schon um 11:30 oben. Aber ich bin dann eine Piste gefahren und habe mich dann sofort mit den Mädels auf die Hütte gesetzt und habe einen Aperol getrunken und das war total nett. Hast du gar keine Ski dabei? Oder? Was ist? Ich wollte es mal ausborgen. Hm? Was das kostet? 35 Euro für einen Skitag. Das ist ein Zehntel von meiner versehrten Rente hier. Da kann ich mir 35 Bierchen kaufen hier. Da habe ich mehr Spaß, brauche ich nicht. Ne? Verstehe ich. Ohne Skiraufe. Sie schauen ja aus wie ein Profi. Haben Sie irgendwelche Tipps zum Skifahren? Boah, nein, das ist natürlich, da musst du immer aufpassen, gell. Also im Steinstieg sage ich immer aktiv bleiben. Kante ist ganz wichtig und immer nach vorne gehen, immer die Skitricken nach vorne. Und wenn es dann ins Flache geht, dann musst du auflassen. Dann schau dich um, du bist mitten im Schnee, es ist wunderschön, du bist in die Berg. Das ist so gewaltig, da musst du einfach nur noch genießen. Das ist das Wichtigste beim Skifahren, das ist eigentlich das Genießen. Wie war das Skifahren? Naja, ich muss sagen, sie hatten keinen Champagner auf der Hütte, das war ein bisschen anstrengend. Meine Schuhe haben dann begonnen zu drücken. Auf der Piste waren dann viele Muggeln und ich weiß nicht, dieses Snowboard, es gibt so viele davon. Vielleicht sollte man einfach auch mit den Ticketpreisen ein bisschen raufgehen, weil was da für Leute rumfahren, ist teilweise echt unangenehm. Was hast du dann gemacht bis 11:30 ohne Ski? 11:30 ist? Ja. Ja, was ist klar, ja, gerade der Rekord bricht sich auch nicht von alleine, nun. Gratuliere. Naja. Okay. Was machst du heute noch? 54. Was machst du? 54 AGT? Ja. Stefan, ja. Du stehst noch. Naja, ein bisschen erbrochen auch. Und was haben Sie heute sonst noch vor am Nachmittag? Ich werde jetzt ins Hotel fahren, dann mache ich eine kleine Massage, vielleicht ein bisschen im Spa-Bereich und dann gehe ich in die Stadt ein bisschen shoppen. Ich brauche eine neue Jacke und dann machen wir uns, glaube ich, mit den Mädels einen super netten Abend. Sind Sie eigentlich Einheimischer? Sind Sie von da? Naja, es ist... Nein, eigentlich nicht. Also wir haben uns ein Haus gekauft, wir kommen aus Wien eigentlich, haben uns vor einiger Zeit ein Haus gekauft. Aber wir fühlen uns schon sehr heimelig und das ist eigentlich meine zweite Heimat. Sehr schön. Mhm. Und was hast du heute noch vor? Gehst noch Table Dance! Kommst mit oder was? Ja, auf einen Sprung, oder? Jawohl!